So Leute, willkommen zum nächsten Tutorial, wo ich euch zeigen werde, wie ihr euer Windows 7 oder Windows Vista Thema ganz leicht ändern könnt. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. So meine Freunde, hier sind wir auch wieder mit dem Universal Theme Patcher. Also das ist der Anfang sozusagen. Als erstes kommt natürlich die Meldung von WinRAR, was ja auch sehr geil ist. Als erstes zieht ihr einfach diesen Ordner da raus und dann öffnet ihr den erstmal. Ups, öffnen. Dann seht ihr diese beiden Programme, die recht wichtig sind, also das Wichtigste eigentlich vom und das Schwierigste. Und zwar, ich erkläre euch das mal, wenn ihr einen 64-Bit-PC habt, ja, dann benutzt bitte dieses Mal 64 und falls ihr einen 32-Bit habt, dieses Mal 86. Und zwar zu kurz zur Erklärung. Falls ihr zum Beispiel 64-Bit habt und diesmal 86 aktiviert, dann wird das bei euch nicht funktionieren, weil das nicht für euer PC gedacht ist. Und zwar öffnet ihr den einfach, je nachdem was für ein Bit ihr habt, wählt natürlich die Sprache aus, Englisch. Dann klickt die, hat er eben gesagt, ja, du musst jetzt drei Dinger patchen. Und zwar habe ich das ja schon gemacht. Deswegen müsstet ihr einfach nur auf Patch klicken und wenn bei nur zwei sind, ist auch nicht schlimm oder nur einer, weil dann ist euer PC schon dafür geeignet. Sozusagen müsst ihr einfach nur die letzten oder falls ihr ja schon habt, müsst ihr jetzt gar nichts mehr machen. Einfach nur Patch, fertig. Das wär's mit dem Teil und jetzt zeige ich euch, wie ihr die Windows Designs einfach draufladen könnt, wo ich hier schon ein paar Beispiele habe. Vier Beispiele. Geht ihr auf euer Startsymbol, auf Computer, dann geht ihr auf die Festplatte eben, dann geht ihr auf Windows. Jetzt sucht ihr erstmal Ressourcen, da könnt ihr einfach mal auf R drücken. Da seht ihr schon Resources. Dann geht ihr auf T. Wie ihr seht, habe ich hier schon ein paar Beispiele drinne, weil ich ja ein paar benutze. Hier gehen wir mal zu dem Asbello, öffnet den Ordner eben mit Linksklick. Dann geht ihr auf Theme und dann eben hier sind noch voll viele verschiedene, wie ihr seht. Könnt ihr euch eben, je nachdem welches ihr wollt, aussuchen. Ich ziehe mal das rein. Ich ziehe mal beide rein, damit ihr seht, was für ein Unterschied da sein könnte. Ob das gleich sozusagen das gleiche ist, ja, ist das gleiche. Daher muss könnte ich ist das hier fertig. Da ziehe ich mal dieses Deep rüber. Und zwar hier steht nicht Theme, sondern Visual Styles ist auch das Richtige. Müsstet ihr auch einfach nur so reinziehen. Und hier sind auch zwei, zwei Themen, zum Beispiel Dark oder Light, die ich beide mal rüberziehen werde. Fortsetzen, dann lad's wieder. Dann könnt ihr den Ordner wieder schließen zur Seite und dann genau das gleiche mit dem hier. Hier steht Themen, nehmen wir auch mal beide. Auch da rein, überspringen, fortsetzen. So, hier könnt ihr auch so Tools sehen, wie zum Beispiel dieses Start-Button, Iron Blur Trigger, eben ganz verschiedene und dazu kommt auch noch ein anderes Tutorial. Hier Red Degadis, hier seht ihr auch wieder Theme, Logon Screen, Fonts, eben die Schrift könnt ihr nochmal, hier sind auch nochmal Schriftarten, die ihr benutzen könnt, installieren könnt. Hier die Themes, kopiert alles da rein. Ja, verschieben und ersetzen, ja, fortsetzen. So, wie ihr seht, hat das viel mehr als der vorherige, weil das eben einer der meiner Meinung nach eigentlich sehr geilsten, aber nicht fürs Zocken oder gar nicht so richtig geil ist, einfach nur zum Zeigen eigentlich so. Also als danach macht ihr eben rechtsklick auf der Desktop und dann anpassen, falls ihr alle Dateien rübergezogen habt, die ihr wolltet, die Themen eben. Seht ihr schon, wie viele hier schon bei mir sind, ja. Fangen wir mal direkt mit dem Bello an, das ist ja das erste, was ich drauf getan habe. Das dürfte dann bei euch so aussehen, wenn das mal machen würde. So, wie ihr seht, da sieht das bei euch auch so aus wie jetzt bei mir. Ja, eigentlich recht, fast so ähnlich, nicht so ähnlich, aber wie ihr seht, euer Hintergrund wird verändert sich, hier die verändern sich. Gehen wir mal auf Computer, seht ihr hier dieses Minimieren, kleiner machen, größer machen und schließen, ändert sich eben. Zeigen wir mal das nächste wäre Deep Dark. Wartet mal, dann dort sehen nach einer Weile, weil ich ja nach Aufnahmen bin, dort sehen ein bisschen. Wie ihr seht hier, jetzt seht ihr diese Dinger sind hier, das untere hier, das Hintergrundbild hat sich auch verändert. Hier nochmal auch anders. Zeigen wir mal das nächste, das wäre das Light. Ja. So. Schauen, los. Komm schon. So, ist auch nicht großer Unterschied, einfach nur ein bisschen heller das Teil. Wie eben der Name sagt, Light, ne?
gehen wir mal jetzt auf Red Digitest. Das ist meiner Meinung nach das geilste von denen, aber nicht zum Zocken, nur zum Zeigen, kann man sagen. Falls ihr nebenbei Musik hört oder so, könnt ihr das benutzen, aber ich finde es zum Beispiel eigentlich recht geil. Ja, wie ihr seht, sieht der ganze Computer anders aus, ja. Hier, die Zahl hier unten, eben die Uhrzeit, ihr seht, Tastleiste, alles, und jetzt könnt ihr auch hier nächste Desktop, seht ihr, eben alles, verändert sich hier. Ich kann mal gucken, ob die Ordner sich auch verändern. Nein, verändert sich nicht, aber eben, ja. Ich weiß nicht, ob ihr die Töne hört, aber... Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gehört habt. Wenn nicht, tut mir leid, aber ja, das wäre auch ein Thema, was eigentlich recht geil ist, aber ich persönlich nicht so geil finde. Ja, genau, ich wollte jetzt auch haben. Mal weg, bitte. So, kann ich euch nochmal die Computer zeigen, und zwar hier, seht ihr auch nochmal alles. Ja, hier eben die rote Farbe. Ich fände es persönlich geil, wenn das so rote Farbe wäre, aber nicht in diesem Design, weil mir das Design leider nicht gefällt. So, gehen wir wieder auf Anpassen. Jetzt scrollen wir wieder ein bisschen runter. Wollte Vollbild, wollte ich nicht ziehen. Ich wollte es ein bisschen runter scrollen. So, gehen wir wieder runter. Und jetzt gehen wir zu The Island Glass. Ja, werdet jetzt auch sehen. So, ne? Recht durchsichtig. Wie ihr seht, turn off, turn up. Das gleiche ist mit White. So. Hm, komm schon, bitte, mach schneller. Schneller. So, hier auch das gleiche. Kein großer Unterschied, dem Tier, nur die bisschen hier. Jo, das war's mit dem Tutorial. Ich mach mal wieder meins rein, was ich hatte, nämlich das hier die ganze Zeit, das Black Dragon, was ich eigentlich geil finde, weil da die Drachen eben so Licht machen und eben, ja, was ich jetzt auch demonstrieren kann hier. So, und zwar, ja, das war's mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und, ja, lasst einen Kommentar da, was ich als nächstes machen könnte. Und wir sehen uns, wenn es wieder heißt Tutorials und Designs. Euer Gian, und wir sehen uns zum nächsten Mal.